Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute starten wir eine neue Serie hier auf diesem Kanal. Ich will mit euch eigentlich jetzt hier einmal in der Woche ein Einsteigerthema besprechen und zwar, wie geht man wirklich vor? Wie startet man? Was sind so die ersten Schritte, die man unternehmen sollte? Und heute legen wir los. Also Optionshandel für kleine Konten hier bei YouTube. Okay, wir werden natürlich in dieser Serie jetzt nicht erklären, was ist ein Call, was ist ein Put. Ne? Ich glaube, wenn ihr einmal hier bei uns gelandet seid auf diesem Kanal, dann seid ihr über diese Anfangsthemen definitiv schon hinaus. Vielleicht habt ihr unseren Basiskurs durchgearbeitet, über 60 Videos und ihr wisst jetzt die Grundlagen. Aber na klar, es ist immer so, dass man sagt, wie soll ich denn anfangen? Was sind denn so die ersten Schritte, die ich machen soll? Und deswegen auch gleich mal zu Beginn hier meine Bitte. Schreibt mir in die Kommentare rein unter dem Hashtag kleine Konten und Hashtag Einsteiger und schreibt mir eure Fragen. Mit was interessiert euch als Beginner? Ne? Was sind so die Themen, die euch interessieren? Und heute wollen wir einfach mal klären, was wäre denn so der allererste Schritt, den man machen sollte, wenn man jetzt gesagt, okay, ich habe die Basics habe ich drin, ich weiß, um was es geht. Ich habe auch ein Konto eröffnet beim Broker und jetzt habe ich vielleicht auch so ein bisschen Paper Trading gemacht, aber der erste Schritt, ne, was ist mein erster Trade, den ich machen sollte? Momentan ist es ja so, wir haben ein bullisches Marktumfeld, das heißt, das sieht gut aus und deswegen, wir starten natürlich mit Aktienoptionen. Warum Aktienoptionen? Weil Aktienoptionen einfach sehr, sehr preiswert sind. Das heißt, ihr wisst, wir verkaufen hauptsächlich Optionen. Also wir werden jetzt hier auch nicht anfangen, irgendwelche Optionen zu kaufen, sondern wir werden sie verkaufen, um Prämie einzunehmen. Und da ist es natürlich schön, wenn man mit Aktienoptionen ganz, ganz kleines Risiko eingehen kann. Und ich will mit euch als allererstes einen wirklich extrem risikoarmen Trade machen. Ganz wichtig ist es, wenn ihr so eure ersten Schritte unternehmt, da geht es nicht darum, euer Konto möglichst schnell nach oben zu pushen. Ne? Beim allerersten Trade, die allerersten 10 Trades, geht es einfach darum, dass ihr ins Wasser springt. Stellt euch vor, ihr habt alles gelernt übers Schwimmen, ihr habt jedes Buch gelesen, wie Schwimmen funktioniert und jetzt steht ihr davor, vor dem Becken und sagt, so, jetzt muss ich halt mal reinspringen, damit die Badehose auch mal nass wird. Dann würde ich euch nichtsdestotrotz empfehlen, das vielleicht nicht gerade bei 4 Meter hohen Wellen im Pazifik zu machen, sondern vielleicht doch in einem Schwimmbad und ein bisschen am Rand, wo es nicht ganz so tief ist. Und genauso machen wir das jetzt hier. Das heißt, ich werde mit euch einen ganz, ganz simplen Trade machen und dazu gibt es aber jetzt erstmal eine Aufgabe für euch. Und zwar möchte ich, dass ihr, bis wir das nächste Video dann nächste Woche gemeinsam hier machen, dass ihr euch ein bisschen auf dieses Video vorbereitet und zwar, dass ihr was macht. Und zwar, wir haben einen übergeordneten Bullenmarkt und deswegen werde ich mit euch einen Bull-Put-Spread aufsetzen. Das heißt, wir werden auf eine Aktie, von der wir erwarten, dass sie weiter steigt, werden wir einen Put verkaufen und damit wir kein undefinierbares Risiko haben, werden wir einen Put dazu kaufen. Und zwar so einen, dass das Ergebnis am Ende wirklich so ausgeht, dass ihr kaum Risiko habt. Ne? Ohne Risiko, immer wenn jemand sagt, ich habe hier was gefunden, was ganz ohne Risiko ist, habe ich so meine Bedenken. Aber das ist so gut wie kein Risiko. Das heißt, wir werden nicht mit einer nackten Option anfangen. Keine Angst. So, und meine Hausaufgabe für euch, ne? Ich komme euch schon vor wie ein Lehrer, aber meine Aufgabe ist ganz einfach. Sucht euch ein paar Dinge heraus. Und zwar, wir fangen mal an. Als allererstes brauchen wir eine Aktie, die ein neues 52-Wochen-Hoch gemacht hat. So, oder gerade macht. Wie könnt ihr das tun? Ich zeige euch mal hier einen Screenshot. Und zwar ist das von Finviz. Finviz, diese Seite kennen die meisten von euch. Und da gibt es einen Screener. Die Webadresse ist, wir schreiben es euch auch nochmal unten rein, finviz.com, eine amerikanische Seite, kostenfrei, da gibt es einen Screener und ich habe euch hier mal in diesen Screener, das seht ihr hier im Bild, alles herausgesucht, was ihr da anklicken müsst. Ja? Also, sucht euch einfach heraus eine Aktie, die eine gewisse Marktkapitalisierung hat, also ich für mich nehme immer so Aktien, die mindestens 10 Milliarden Dollar wert sind. Es sollte eine amerikanische Aktie sein, deswegen sucht heraus USA. Die Aktie sollte mindestens 70 Dollar kosten. Warum? Damit wir auch Prämien bekommen. Die Aktie sollte natürlich
Optionen haben. Und es nützt ja nichts hier, wenn wir darüber reden, über irgendeine Aktie, die dann keine Option hat. Und zum letzten Punkt, das ist der ganz wichtige, sucht euch eine Aktie heraus, die ein neues 52-Wochen-Hoch gemacht hat. Ihr seht das hier, alles, was so gelb unterlegt ist in diesem Screenshot, das sind die Dinge, die ihr euch heraussucht. Ich habe das heute hier ganz schnell gemacht und habe 36 Aktien gefunden. So, jetzt geht's weiter. Jetzt sucht ihr euch als nächstes heraus, diese Aktie darf innerhalb der nächsten so ungefähr 45 bis 60 Tagen keine Earnings haben, das heißt keine Quartalszahlen verkünden. Und das macht ihr über eine Seite, die heißt earningswhispers.com. Hier seht ihr auch einen Screenshot und auch von der mache ich euch einen Link unten rein. Auch das eine kostenfreie Seite. Ihr schreibt einfach hier oben rein, da wo ich es auch so ein bisschen gelb markiert habe, das Symbol dieser Aktie. Ich habe jetzt hier mein Apple genommen und dann seht ihr unten, okay, 1. Oktober, das war bei der jetzt der Earnings-Termin, würde vollkommen genügen. Nein, Entschuldigung, 31. Oktober war es, glaube ich. Ich glaube, 31. Oktober war bei den Earnings. Ne? Genau. Also sucht euch eine raus, die so in den nächsten 5-6 Wochen keine Earnings hat. So, und jetzt kommt der dritte Teil, den ihr machen solltet. Nämlich, geht bitte in eure TWS während der US-Handelssitzung. Das heißt, ab 15.30 Uhr bis 22.15 Uhr. Sucht euch also irgendwie, braucht ihr nur ein paar Minuten. Und sucht euch bitte heraus, ob diese Aktie liquide Optionen hat. Und wie findet ihr das heraus? Ganz einfach, schaut euch die Spreads der Optionen an. Das heißt, schaut euch an, wie groß ist die Differenz zwischen dem Bid und dem Ask, dem Geld und dem Briefkurs. Wenn da zum Beispiel jetzt wie bei einer Apple, wenn ihr da reingeht, da werdet ihr sehen, der Unterschied zwischen dem An- und Verkaufspreis dieser Optionen liegt bei 1 bis 2 Cent. Super. Wenn ihr dagegen jetzt findet, dass eine Option 60 Cent auf 1,80 Dollar kostet, ne, dann vergesst diese Aktie. Dann nehmen wir die nicht für unseren ersten Mustertrade. Sucht euch einfach von diesen Firmen, die ihr gefunden habt, sucht euch also heraus, wer, neues 52 Wochen hoch haben wir schon, wer hat keine Earnings und wer hat liquide Optionen. Und dann schreibt ihr euch ganz einfach so von den, was weiß ich, es werden immer so 30, 40 sein, die ihr da findet, vielleicht manchmal auch nur 20, aber sucht euch da einfach ein paar heraus, 3, 4 Stück, von denen ihr sagt, okay, die erfüllt alle Kriterien. Und dann werden wir nächste Woche gemeinsam so einen Trade mal aufsetzen. Richtig, ich zeige euch dann, wie setzt man den Trade auf, wie macht man die Order-Eingabe und so weiter, sodass ihr das wirklich mal seht. Und ich verspreche euch, wir machen einen Trade, nicht keinen klassischen Bullpull-Spread, wie ihn jetzt der ein oder andere machen würde, sondern einen wirklich extrem risikoarmen. Und warum wir das so machen, erkläre ich euch dann im nächsten Video. Also, Aktie suchen, Symbol bei mir unten reinschreiben und eure Fragen reinschreiben, damit wir diese Serie hier zum Leben bekommen. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal viel Erfolg bei eurer Suche. Freue mich aufs nächste Video. Wir sehen uns nächste Woche dann in dieser Serie wieder. Bis dahin, tschüss, servus, macht's gut. Bye, bye.